Deutschland ist in einer Ausnahmesituation, einer Pandemie, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Und alle suchen Wege, wie man mit möglichst wenig Kosten an Menschenleben, an Finanzen durch diese Zeit kommt. Die Bundeskanzlerin hat eingeladen zu diesem kurzen Videotermin gerade und hat gesagt, sie übernimmt die Verantwortung für diese Entscheidung, jetzt eben nicht die Ostertage runterzufahren. Sie hat begründet, dass die Dinge nicht ausreichend überlegt und vorbereitet waren, dass es in den Stunden seit der Entscheidung nur Fragen gegeben hat, wie ist das denn mit den Mitarbeitern, wenn der Arbeitgeber nicht weiter bezahlt? Dafür haben wir in der Kürze der Zeit keine Lösung gefunden. Wie ist das mit den Ostereiern, die ausgeliefert werden müssen und dann nicht ankommen? Auch dafür gab es keine Antwort. Sie hat die Frage gestellt, wie man Unternehmen, die es wirklich unbedingt brauchen und die vielleicht auch eine wirtschaftliche Unterstützung benötigen, helfen kann. Auch dafür kann man innerhalb von einer Woche keine rechtliche Grundlage schaffen. Und deswegen muss man diese Entscheidung zurücknehmen. Und sie möchte gern dafür die Verantwortung übernehmen. Ich finde, sie muss dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Diese Entscheidung ist von 16 Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gemeinsam getroffen worden, in dem gemeinsamen Bewusstsein, dass aktuell eine exponentielle Entwicklung in dieser Corona-Situation stattfindet. Und exponentiell klingt so unglaublich technisch. Dahinter steckt etwas ganz Dramatisches. Alle 10, alle 14 Tage verdoppeln sich die Zahlen. Wir haben in den letzten 14 Tagen einen Anstieg gehabt, der uns jetzt an die knapp 160 gebracht hat. In 14 Tagen 300. Weitere 14 Tage 600. Weitere 14 Tage 1200. Das sind Zahlen, die, wenn man sie sich vergegenwärtigt, so dramatisch sind, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir hier auch im Freistaat Sachsen erlebt haben, im Dezember und Januar, dass es jede Mühe wert ist, jeden Vorschlag zu bewerten, zu durchdenken und wenn möglich umzusetzen, immer auf der Suche nach möglichst minimalinvasiven Maßnahmen. Dinge, die nicht so freiheitsbeschränkt sind, die nicht so teuer sind. Und von daher gibt es keinen Grund, dass die Kanzlerin das alleine übernimmt. Ich finde, wir haben über die vergangenen 12 Monate in diesem Land viele richtige Entscheidungen gegeben. Die Entscheidung von vor 2 Tagen gehört nicht dazu. Das kann man auch so offen und deutlich sagen, aber sie ist in einem guten Willen geschehen. Notwendig ist das Ganze geworden, weil am 3. März einmal der zweite und dritte Schritt vor dem ersten gemacht worden ist. Und wenn man in diesem Bild ist, sorgt das halt für ein unglaubliches Verstolpern. Wir sehen jetzt die Zahlen steigen. Wir haben in Chemnitz in der Region heute schon die Situation, dass in ersten Krankenhäusern die Normalbelegung nicht mehr möglich ist, dass Patienten verlegt werden müssen in andere Krankenhäuser. Wir haben in Chemnitz eine Verdoppelung auf der Intensivstation innerhalb von einer Woche. Die Hälfte der Patienten, die dort behandelt werden, sind unter 58 Jahre alt. Die sächsische Staatsregierung, und dafür bin ich Wolfgang Günther und Martin Dulich sehr dankbar, hat ein gemeinsames Verständnis über diese Situation, auch über das, was auch gerade auf uns zukommt. Vor uns liegt eine Corona-Schutzverordnung, die wir am Montag gemeinsam beschließen müssen, die uns dann über die nächste Zeit bringt. Wir haben darüber gesprochen, wie wir mit dem Thema Schule umgehen können, beispielsweise durch das Testen. Wir haben gemeinsam mit den Kommunen heute Morgen erst mit den Landräten und mit den Bürgermeistern heute Abend das Gespräch, dass überall im Land Testzentren aufgebaut werden und dass deswegen sichere Kontakte gebraucht werden. Diesen Kraftakt, diese Kraftanstrengung müssen wir jetzt gemeinsam leisten. Das ist ein Instrument, um uns sicher durch diese schwierige Zeit zu bringen. Aber wir werden bis Montag gemeinsam auch darüber nachdenken können, ob es noch weitere Optionen gibt in dieser Zeit. Das Virus verändert sich. Man kann auch das Bild verwenden, der Mensch wird
langsam schwächer durch die Kraftzehrung der letzten Monate, aber dieses Virus wird stärker. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist 50-100% höher. Jüngere Leute sind heute häufiger betroffen und deswegen müssen wir darauf reagieren. Und das wird auch in der Zukunft immer wieder einmal mit neuen Entscheidungen und auch Veränderungen von Strategien einhergehen. Sicherheit ist in dieser Zeit und langfristige Perspektive ganz, ganz schwer zu geben. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, das sehen wir jetzt auch, und nicht versuchen, besonders mutig, besonders kraftvoll, in dem Willen, jetzt muss aber etwas erzwungen werden. Das ist eine Naturkatastrophe, die das Problem hat, dass sie nicht sichtbar ist und deswegen für viele eben auch noch nicht so wahrgenommen wird. Aber wenn sie erst wahrgenommen wird, dann ist es in aller Regel zu spät. Vielen Dank, Kollege. Sie hat es gerade schon erwähnt, wir stecken mittendrin in einer Naturkatastrophe, was oft nicht immer jedem klar genug ist. Corona ist nicht durch eine Regierung beschlossen worden, sondern die Regierung im Bund und in den Ländern hat die Aufgabe, im Interesse der Bevölkerung mit dieser Corona-Pandemie umzugehen. Und das sind ständige Zielkonflikte, nämlich die Balance zwischen Einschränkungen und Abwehr dieser Corona-Pandemie. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, dass wir einerseits wissen, dass wir hier mitten im Aufbau einer dritten Welle stecken, dass diese dritte Welle unser Gesundheitswesen an die Grenzen bringen wird. Und da gibt es auch eine ganz einfache Rechnung, wenn Erwiderung kommt, aber wir sehen doch jetzt schon durch das Impfen gerade der älteren Menschen über 80, müsste sich das doch alles entspannen, was Krankenhausaufenthalt, was Sterblichkeit anbelangt. Ja, wir müssen froh sein, dass durch das Impfen wir genau in dieser Alterskohorte diese riesen Fortschritte gemacht haben, aber durch das veränderte Virus, durch auch den exponentiellen Anstieg, erwischt es eben jetzt gerade auch die Altersgruppen darunter, und es ist auch eine einfache Wahrheit, die jüngeren Gruppen verbleiben auch länger im Krankenhaus, weil sie einfach stärker sind, um diesem Virus zu widerstehen. Also das, was dazu führte, dass gerade die älteren Menschen oft relativ schnell verstorben sind, diese ganze Tragik, führt jetzt dazu, dass die Menschen länger in den Kliniken bleiben. Wir haben ganz klare Aussagen von unseren Medizinerinnen, Medizinern von den Kliniken, dass wir dort reinlaufen, dass die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir müssen jetzt handeln. Und gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Idee, eine Art Wellenbrecher jetzt über Ostern zu machen, die Feiertage zu nutzen, wenn man das öffentliche Leben, das Wirtschaftsleben runterfährt, in dieser Kürze der Zeit nicht zu bewältigen ist, weil eine ganze Reihe von rechtlichen, aber auch vor allen Dingen finanziellen Fragen so schnell nicht klärbar war. Das enthebt uns aber nicht der Aufgabe, trotzdem Maßnahmen zu ergreifen, die diese Welle brechen. Die müssen wir jetzt diskutieren, die müssen wir auf Bundesebene diskutieren, aber auch gerade hier in Sachsen, denn wir in Sachsen haben nach wie vor mit die höchsten Zahlen in Deutschland, deswegen sind wir ganz besonders stark davon betroffen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Hausaufgaben auch wieder zu machen bei uns mit der Staatsregierung, wenn dieses Mittel, was jetzt bundesweit angewandt werden sollte, so nicht kommt. Und natürlich müssen wir dabei auch die ganzen Folgen im Auge behalten. Das ist auch bei uns angekommen. Die Nachricht, der Ministerpräsident hat es schon gesagt, von vielen Unternehmen, die vor allem Fragen hatten, was mit ihnen passiert, also was etwa mit all diesen verderblichen Waren passiert, die jetzt vorbereitet worden sind, Lebensmittel, etwa Gartenbauartikel, auch bei uns im Ministeriumsbereich, die nicht verkaufen, wo wir sagen, dafür bräuchten wir Lösungen. Diese Probleme haben wir jetzt gelöst, aber das macht die Pandemie nicht kleiner. Und wir sind auch in dem Bewusstsein, wir können nur Maßnahmen finden, die auch nach wie vor eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft, in der Bevölkerung finden. Denn egal, was wir hier als Staatsregierung aussprechen, etwa an notwendigen Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung etc., wird nur funktionieren, wenn es einen ganz breiten Konsens gibt in der Gesellschaft, sich daran auch zu halten, wenn das Bewusstsein da ist, wir müssen alle gemeinsam dieser Pandemie entgegentreten. Das ging ja dann doch schneller. Ich bin froh, dass diese Entscheidung korrigiert wurde, dass die Entscheidung so getroffen wurde, die Osterregelung zu korrigieren. Und zwar nicht, weil nicht die Sinnhaftigkeit von Ruhetagen in Frage gestellt wird, genau die notwendige Kontaktreduzierung, sondern
beantworten, weil schlichtweg viele, viele Fragen nicht geklärt werden können. Und wir können nicht chaotisieren, wir können nicht für mehr Verwirrung sorgen und wir können vor allem nicht auch Leute reinlassen, auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissen wollen, wie es funktioniert, ob es entschädigen kann oder nicht. Deshalb bin ich froh, dass diese Regelung erstmal kommt. Trotzdem, es wurde ja schon darauf hingewiesen, ist Sachsen in einer besonderen Situation. Wir sind nach wie vor an der zweiten Stelle bei den Infektionszahlen. Die Entwicklung ist weiterhin dramatisch. Wir alle wissen auch, wie die Stimmung im Land ist. Und daher muss man immer bei den Mitteln auch abwägen, der Notwendigkeit und der Akzeptanz. Aber wir sind in der Regierung, um Entscheidungen zu treffen. Das ist die Aufgabe, die wir auch mit der neuen Corona-Schutzverordnung haben. Und trotzdem bleibt es auch in der Verantwortung aller, auch in der Wirtschaft dazu beizutragen, dass Kontakte reduziert werden. Ich will an dieser Stelle deshalb nochmal ganz deutlich an die sächsischen Unternehmerinnen und Unternehmer appellieren. Dort, wo möglich, Homeoffice zu ermöglichen. Weil wir müssen Mobilität einschränken. Das heißt, Homeoffice zu ermöglichen, dort wo es möglich ist, das ist mein dringender Appell an die sächsischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Genauso appelliere ich auch weiterhin, dass Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen und dass da auch Unternehmerinnen und Unternehmer auch dem nachgehen. Die meisten halten sich daran, aber es ist halt leider wie immer, es reichen manchmal wenige, die das Infektionsgeschehen anheizen, auch wenn sich die Mehrheit daran hält. Deshalb mein dringender Appell an die sächsische Wirtschaft, weiterhin alles dafür zu tun, dass der Gesundheitsschutz in den eigenen Unternehmen eingehalten werden und dass wir mehr Homeoffice ermöglichen, um die Mobilität weiterhin zu reduzieren. Gibt es Fragen, liebe Kollegen? Jörg Schurich, DPR. Würde die Entscheidung heute aus Berlin in irgendeiner Weise Ihre Überlegungen, was die eigene Corona-Schutzverordnung anbelangt, beeinflussen? Ja, selbstverständlich. Das haben wir auch gerade miteinander besprochen und der Martin Rudig hat es auch angedeutet. Müssen wir überlegen, wenn diese Option zur Vermeidung oder zur Verringerung der Pandemie entfallen ist, weil sie so nicht möglich ist, was können wir weiter an Optionen haben? Heute Abend findet ein Gespräch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern statt, die ja auch gut beschrieben haben, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und das Entscheidende ist, dass wir gemeinsam überlegen, was sind denn die Dinge, die wir noch tun können. Die Staatsregierung ist zu vielem bereit, da müssen wir es miteinander besprechen. Das Gleiche findet auch statt mit den Wirtschaftsverbänden, natürlich mit denjenigen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Die Anzahl der Optionen ist durchaus begrenzt. Der Königsweg zur Bekämpfung dieser Pandemie ist das Impfen. Das Impfen ist allerdings limitiert, weil wir abhängig sind von den Impfdosen, die wir bekommen in Europa, in Deutschland. Und jede Dose, die kommt, wird zügig im Freistaat Sachsen verimpft. Der Weg, der am meisten Wirkung hat, ist die Vermeidung von Kontakten. Da wissen wir aber alle, wie wir auch darunter leiden. Und jetzt sind wir dabei, einen Weg zu finden, der ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wie dieser Weg aussieht. Und der Satz, viele Menschen halten sich nicht mehr daran, sind müde, im privaten Umfeld findet das sowieso nicht mehr statt, ist richtig, ist damit auch eine Entscheidung und verlangt, wenn man den Gesundheitsschutz, die Überforderung der Krankenhäuser trotzdem als ganz, ganz wichtiges Ziel hat, und das haben wir, dann nach anderen Optionen. Das Testen gehört dazu. Man darf dieses Instrument nicht überschätzen. Aber wir haben es aus meiner Sicht noch gar nicht richtig ausgerollt. Von daher alle Kraft da rein, in jeder Gemeinde ein oder mehr dieser kostenlosen Angebote. Dann, das werden wir am Montag dann auch entscheiden, gewisse Angebote nach dem 6. April dann nur mit negativen Corona-Tests, beispielsweise Tierparks, finde ich eine gute Möglichkeit, das Testen in den Schulen. Aber ich glaube, das reicht nicht. War eigentlich auch der Meinung, dass das, was über Ostern vorgesehen ist, nicht reicht, um die pandemische Entwicklung im Freistaat Sachsen nachhaltig zu beeinflussen. Und deswegen sind wir miteinander und auch darüber hinaus jetzt gefordert, weitere Optionen zu prüfen und zu besprechen und dann auch ins Werk zu setzen. Was können Sie tun, Herr Ministerpräsident, dass sich solche konfusen Situationen nicht wiederholen in den Absprachen mit Berlin? Und die konkrete Frage, was ist mit den Kirchen und den Ostergottesdiensten? Ja, Kirchen haben wir ja miteinander besprochen, haben wir sehr verantwortungsvolles Handeln und das wird jetzt auch diskutiert, das spürt man auch in den
verschiedene Kirchen- und Religionsgemeinschaften und ich hoffe, dass man da zu einer guten Lösung kommt. Auch da wird ja die Entwicklung gesehen. Ansonsten ist es so, es ist ein großer Unterschied zwischen den Bundesländern. Eigentlich auch hier bei uns im Freistaat Sachsen. Es gibt den Landrat im Vogtland, der ganz klar beschreibt, wie die Situation ist. Es gibt andere Landkreise, die noch verschont geblieben sind, wo die Krankenhäuser noch leer sind. Es gibt eben Bundesländer, die haben eine niedrige Inzidenz, die fragen sich, warum können wir jetzt nicht öffnen. Und es gibt Länder wie Bayern, Thüringen, Sachsen, die eine sehr, sehr starke Entwicklung haben. Und da einen gemeinsamen Weg zu finden. Wir sind in diese Konferenz reingegangen und der ein oder andere Kollege hatte sich fest vorgenommen, Osterurlaub, das muss jetzt aber möglich sein. Und die Gespräche haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die das vielleicht sogar aus gewissen Umständen heraus verantwortungsvoll machen könnten, sich trotzdem dazu bereit geklärt haben, damit in ganz Deutschland die Situation kontrollierbar bleibt, das jetzt eben nicht zu tun. Das dauert seine Zeit. Klar wird aus dieser Situation, die wir jetzt haben, werden Schlüsse gezogen. Es ist ein Fehler, man muss da in Zukunft anders arbeiten, die Dinge müssen anders vorbereitet werden. Das ist sicherlich klar und auch selbstverständlich. Nachfrage kann ich eben ganz kurz. Das heißt also, die Ministerpräsidenten sind konfus und nicht das Bundeskanzleramt. Wir sind in einer besonderen Situation, etwas, was wir so noch nicht erlebt haben. Wir sind gemeinsam auf der Suche nach einem Weg, der möglichst wenig Belastungen mit sich bringt und trotzdem die Pandemie bekämpft. Das ist diesem Land sehr, sehr gut gelungen. Am 3. März gab es eine Entscheidung, obwohl die Infektionszahlen gestiegen sind, trotzdem zu öffnen. In dem Wunsch, doch jetzt etwas Entlastung zu bringen, mal etwas zu probieren, mal mutig zu sein. Wir sehen, dass es nicht funktioniert. Und es bleibt nicht übrig, die Politik hat es mal versucht. Sie hat damit auch gezeigt, dass es nicht kein Dogma ist, Inzidenzwerte, sondern dass man durchaus auch mal die Dinge ausprobieren will, sondern es bleibt eigentlich mehr Enttäuschung zurück, dass jetzt doch wieder Entscheidungen zurückgenommen werden, dass der Weg der falsche war. Und aus dem müssen wir, glaube ich, lernen. Man kann einer solchen Erkrankung keinen politischen Willen aufzwingen, sondern man muss einen wissenschaftlichen, evidenzbasierten Weg gehen, ihn politisch abwägen zwischen der kompletten Kontaktbeschränkung und der kompletten Freigabe ist eine ganze Menge Luft und das ist ein politischer und ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der stattfinden muss. Weitere Fragen? Wenn ich erkenne, dann wird auch Herr Slipski fortsetzen. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie auch an dem grundsätzlichen Weg, das Öffnen mit dem Testen zu verbinden, so wie es gestern vorgestellt wurde, festhalten werden? Und auch ab 6. April oder? Ja, Günther, sagen Sie mal was. Ich muss ja sagen, all die Maßnahmen, die beschränkenden Maßnahmen, sind ja alle kein Selbstzweck, sondern hier geht es um evidenzbasierte Entscheidungen. Und wo man Begegnungen zulassen kann, weil man sie durch Testen etwa oder zunehmend auch durch das Impfen so weit bringt, dass es eben nicht gefährlich ist, dass man aufeinander trifft. Dort muss man das zulassen und das, das Testen ja das, was den offensichtlichsten Weg bringt. Deswegen haben wir auch bei der Verlängerung der Corona-Verordnung der Neuen darum gerungen, eben auch diese Modellprojekte zuzulassen, denn uns ist allen klar, wir brauchen doch einen Ausblick in die Zukunft und worunter wir hier alle leiden ist, dass es mit dem Impfen noch nicht so schnell vorangegangen ist, aber das sind die Verfügbarkeit von Impfstoffen oder die zwischendurch Infragestellung, das sind alles Dinge, die wir aus Sachsen nur sehr schwer heraus beeinflussen können, praktisch gar nicht. Wir könnten dort schon viel weiter sein und deswegen der Weg über das Impfen. Also wir wollen alles, was möglich ist, was verantwortbar möglich gemacht werden kann, das möchten wir auch möglich machen. Ne? Zur Ergänzung dazu, natürlich die oberste Priorität ist Impfen, Impfen, Impfen. Das zweite ist natürlich das Thema Testen. Wobei Testen ist nur das Instrument. Das, was wir vor allem mit den Modellversuchen beweisen wollen, ist, dass die Verknüpfung zwischen dem Testen, der Digitalisierung und damit dem zertifizierten digitalen Nachweis, dass man getestet ist, und der Öffnung von bestimmten Dienstleistungen in bestimmten Zonen eine Strategie entwickeln kann, die eben auch in den Freistaat Sachsen trotz Infektionszahlen, weil wir werden noch auf längere Zeit mit Infektionszahlen leben können, trotzdem das Leben zu ermöglichen. Und
Und darauf setzen wir große Hoffnung und deshalb wollen wir genau diese Testmodellversuche auch starten und unterstützen. Vielen Dank. Nochmal ein Blick in die Runde. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Herr. Schönen Tag noch.